Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Wie ihr seht, sind wir schon wieder im Anfangsbildschirm und ich hatte ja schon angedeutet, ich werde eine dritte Kampagne starten. Allerdings werde ich das jetzt mit oder ohne eure Zustimmung tun, mit Karthago. Ich werde die Karthago-Kampagne wahrscheinlich, ja, so vor mich hinspielen und ja, werde einfach Folge für Folge aufnehmen, so als mir macht das Spiel einfach so wahnsinnig viel Spaß, dass ich eigentlich ständig spielen möchte. Ich möchte jetzt aber auch nicht eine Folge nach der anderen rausfeuern. Ihr habt mir ja schon öfter mal gepostet, dass ihr dann einfach auch gar nicht hinterher mit dem Gucken kommt und das will ich natürlich auch vermeiden. Insofern macht's ja nichts. Ich werde die Folgen von Karthago einfach spielen, hochladen und zu gegebener Zeit und Stunde, vielleicht wenn ich auch mit den anderen zwei Let's Plays oder mit einem davon fertig bin, werde ich die eben dann nacheinander auch ganz normal freigeben. Das heißt aber auch, dass eure Posts, ich bin da nach wie vor für jeden Tipp dankbar. Allerdings werde ich kaum auf eure Posts im Spiel dann selber eingehen können. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das so mache, aber das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass mir dieses Spiel so unendlich viel Spaß macht und ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ganz abgesehen davon natürlich sind Tipps immer gut. Also, wenn nicht für mich, dann in dem Let's Play, dann im nächsten und für jeden, der auch ansonsten eure Posts liest und ja, meinen Channel verfolgt. Also gut, wir gucken uns mal an, was hier so bei Karthago geht. Die Römer spiele ich ja schon und ich spiele auch schon die germanischen Stammeskrieger, eben die Sueben. Da gibt es im Moment nur die Sueben, so dass ich mir hier relativ schwer tue. Karthago ist auf der Herausforderung schon schwer. Jetzt bin ich am Überlegen, soll ich mir das antun? Ein schweres Spiel auf der Herausforderungsstufe schwer? Ja, das ist die Frage, meine sehr geehrten Damen und Herren, die wir zu lösen haben. Ich lese euch jetzt erstmal so ein bisschen was um das Drumherum von Karthago vor. Also Karthago, die neue Stadt, war einst eine phönizische Handelskolonie. Es ist nunmehr ein selbstständiges Handels- und Seefahrtsreich. Dies ist der Segen Baal Hamons für seine frommen Anhänger. Die Karthager sind ein gläubiges, arbeitsames Volk, das schon seit Generationen versucht, die Kontrolle über den Handel im westlichen Mittelmeerraum zu erlangen. Dies hat unweigerlich zu Konflikten mit den sich ausbreitenden griechischen Kolonien und den emporgekommenen Römern geführt. Händler sind sie aus freiem Willen, doch Krieger sind sie zwangsweise geworden. Und zwar sehr gute. Durch den listigen Einsatz von Söldnern haben sie ihr Silber in Schwerter verwandelt. Okay, also Boni bei diesem Volk sind phönizisches Handelsgewerbe plus Wohlstand, 10% Wohlstand aus allen Handelsgebäuden. Also sind Handelsgebäude wichtig, um einfach Kohle zu scheffeln. Vielleicht werde ich mit Karthago auch auf einen Wirtschaftssieg gehen, weil ich meine, in den anderen beiden Provinzen wird es wahrscheinlich auf einen Militärsieg hinauslaufen. Bei Karthago könnte ich mir durchaus vorstellen, mal sehen, wie es läuft und wie sich die Dinge entwickeln. Könnte es auch sein, dass wir hier einfach auf einen Wirtschaftssieg hinausgehen. Darüber hinaus, Unterhaltskosten für Söldner um 40% gesenkt. Also wir sind absolut auf Söldner angewiesen, weil die Karthager an sich, ja, die haben schon sehr gute Einheiten, aber halt wenig Auswahl und das füllen die dann eben mit Söldnern auf. Jetzt können wir mal gucken. Die hanodische Dynastie, ich weiß, das ist Hannibal Barkas. Ich glaube, der müsste die Barkidische Dynastie sein. Aus der dürfte er. Obwohl, nee, Hannibal ist, denke ich, Hannonidische Dynastie. Okay. Die haben militärische Außenseiter. Das heißt, plus 10 Rekrutierungskosten für Nicht-Söldner. Das ist eine ganze Menge Kohle. Ja. Das ist nicht zu verachten. Dann Staatsmann. Geringer diplomatischer Bonus mit allen Fraktionen. Kulturelle Verbundenheit. Das ist wiederum nicht verkehrt, wenn man so einen wirtschaftlichen Sieg erringen will, finde ich, weil wir da einige Handelsverträge brauchen. Und ja, wir sind Händler. Insofern ist das schon nicht ganz unwichtig. Dann Pioniere. Das heißt Bewegungsreichweite vor allem Armeen und Flotten.
Ich brauche wahrscheinlich länger, schon wegen der Kohle, die herzustellen, aber dafür sind sie dann vielleicht auch schneller auf dem Schlachtfeld. Die Magnonidische Dynastie. Also Alexanders Erbe, minus 20% Widerstand gegen fremde Besetzung. Korruption, minus 6% Steuersatz, Militärreform, minus 5% Unterhaltskosten für alle Nicht-Söldner. Ja, das wird sich so ein bisschen aufwiegen, ist aber trotzdem, finde ich, noch ein kleiner Malus. Und dann eben noch die Barkidische Dynastie, Volksunterstützung, Bonus auf öffentliche Ordnung, maximal 4 durch Anwesenheit punischer Kultur, punischer Glaube, moderate diplomatische Strafe bei Verhandlungen mit allen Fraktionen. Landwirtschaftsreform plus 5 Wohlstand durch Landwirtschaftsgebäude. Also ich tendiere ganz klar zu den Hanoniden. Und das hier gleichen wir schon aus. Das ist ja der einzige Malus und das sind die Rekrutierungskosten. Das heißt, es fällt einmalig an und nicht ständig, während die anderen Sachen ständig sind. Und ja, da habe ich jetzt mal keinen Stress. Siegbedingungen können wir mal angucken. Bei so einem wirtschaftlichen Sieg müssen wir Afrika, Arabica, Felix müssen wir einnehmen. Celtica oder Celtica, Provincia, Kilikien und Kaukasien. Kulturell Afrika, Hellas, Persis, Illyrien, Italia, Aquitanien. Also das hier ist auch nicht ohne. Also im Prinzip müssen wir die Römer auslöschen. Und militärisch ist wahrscheinlich dann der Super-GAU. Beherrscht 60 Hafensiedlungen, entweder durch direkten Besitz oder über... Also das hier ist schon äußerst heftig. Da müssen wir im Prinzip uns ums ganze Mittelmeer herumschlängeln wie eine Schlange. Weil so, wie ich, wenn ich das mal jetzt durchzähle, wie viele Provinzen hier sind, bis man da auf 60 kommt, die am Wasser liegen. Ja, da ist man schon ein bisschen unterwegs. Okay, aber nichtsdestotrotz, wir starten die Kampagne auf... Schwer. Ich probiere es jetzt einfach mal. Wir werden sehen, was dabei rumkommt. Eure Besitztümer sind geteilt. Ihr müsst weiter das Territorium sichern, um ihren Schutz zu garantieren und eure Fraktion als vorherrschende Macht im Mittelmeerraum zu etablieren. Ihr führt bereits Krieg gegen die Tuldetaner. Die Eroberung der Siedlung Katuba würde eure Position in Iberien weiter festigen. Die Beziehungen zwischen Rom und Syrakus sind angespannt. Entscheidet ihr euch für eine Invasion der italischen Halbinsel, könnte die Etruskische Liga ein wertvoller Verbündeter sein. Eine gute Beziehung zu den Marseille-Sully und euren afrikanischen Protektoraten wäre im Falle einer gegnerischen Invasion ebenfalls nützlich. Karthago wird bestehen. Ja, hier müssen wir schon 3 Provinzen beherrschen, entweder durch direkten Besitz oder über Klientelkönigtum und Militärbündnis. Das hört sich jetzt erstmal schwieriger an als bei den anderen, aber wir haben, glaube ich, schon Minimum ein Klientelkönigtum, wenn nicht sogar 2. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Also Libyen ist ein Klientelkönigtum und Neu-Karthago auch. Also wir haben schon 2, das heißt, eigentlich ist es effektiv sogar leichter. Allerdings müssen wir halt aufpassen, wie wir jetzt vorgehen, ist wirklich, wirklich wichtig. Früher oder später werden wir Stress mit den Römern bekommen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist so natürlich wie, ja, was weiß ich. Und insofern kämpfe ich lieber gegen schwache Römer gleich zu Beginn und hole mir Italien. Das wäre jetzt mal meine Variante. Plus diese Provinz. Warum diese Provinz? Weil sich dann Neu-Karthago hier hinten nicht ausbreiten kann. Das wäre so der zweite Schluss. Ich habe hier natürlich kein gutes Standing, was auch soweit klar ist. Wir können mal versuchen, mit der Etruskischen Liga ein Handelsabkommen einzugehen. Das haben die auch gleich angenommen.
Und wie wäre es mit einem militärischen Bündnis? Vorerst. Moderat. Könnte klappen, ne? Dann verkacke ich es mir aber gleich mit rum, das ist klar. Aber wie schon gesagt, lieber jetzt zu Beginn gegen ein Rom kämpfen, das auch noch die etruskische Liga irgendwie im Zaume halten muss, mit der wir dann ein militärisches Bündnis haben im Übrigen, was wir auch nicht brechen sollten, zumindest nicht anfänglich, denn das würde uns bei allen anderen Fraktionen hereinreißen. Militärisches Bündnis hat auch den weiteren Vorteil, wir können gegenseitig durch unsere Lande ziehen. Hätte den Nachteil, ich hätte hier eine Provinz, die mir nicht ganz gehört. Also das ist... Boah, das ist echt schwierig. Leute, das ist echt schwierig. Auf der einen Seite ja. Ich vertage die Entscheidung. Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Handelsbeziehungen haben wir schon. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir irgendwo noch ein anderes grünes Gesicht haben. Zum Beispiel mit Epirus. Na gut, okay, das sind die Außenseiter von den Hellenen. Die werden von allen gleich angepisst. Getulia. Schauen wir Ich mal. werde euch die Ehre erweisen, euren Handelsabkommen. Bedingungen Moderat. zu... Abgelehnt. Okay. Das sind die hier. Ja, warum nicht? Also ich konzentriere Seid mich ja auch gegrüßt. am Anfang Ich hoffe, durchaus. ihr kommt mit. Okay, die wollen also nicht mit uns handeln. Wie sieht's mit euch aus? Na, die bestimmt erst recht nicht. Was haben wir hier noch? Ligurien. Ja, probieren wir Eine mal. flatternde Zunge, die... Delmaten. Mit denen könnte es klappen. Willkommen, Freund. Willkommen. Setzt. Auch abgelehnt. Naja, gut, okay. Lassen wir dieses Geplänkel und wir können unseren Verbündeten ein Ziel vorschlagen. Nur so nebenbei, wer das noch nicht gemacht hat, das findet sich auch letzten Endes hier auf dieser Karte. Und wenn ihr mit einer anderen, ja, sagen wir mal, Provinz im Krieg liegt, dann könnt ihr die markieren. Und zwar, indem ihr hier auf diesen Button festlegt und das dann so macht. Damit könnt ihr dann ein Ziel festlegen, was all eure Verbündeten auch angreifen. Und ihr kriegt dann eben Nachricht, ob jetzt zum Beispiel Neu-Karthago in 5 Runden angreift oder so. Ja, halte ich für nicht verkehrt. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, was wir hier haben. Gebt Das diesem hier ist gar Saal nichts. Ballrum. Ja, also das ist wirklich ja nichts. Eure Befehle, mein Herr. Hier oben sind die Römer zu Werke. Mit den Karuskern ein Bündnis einzugehen, hieße es, sich gleich mit den Römern zu verscherzen. Was kann das? Sieht man leider nicht. Landwirtschaft, was zuerst? Ich setze mal auf den Handel, weil wir, wie schon gesagt, als Rom können wir hier doch tatsächlich Wir einiges wuppen. kämpfen für euch. Und ich werde mit dieser Armee, das dürfte wahrscheinlich Hannibal sein, genau, Langsam in den Hafen. nach Lilybaeum gehen. Ich lebe, um dem Und da gucken wir gleich mächtigen mal, was wir hier Diktator so zu für dienen. Söldner rekrutieren können. Also ihr seht schon, die Unterhaltskosten sind relativ human, allerdings jetzt auch nicht so weit, dass man sagen kann, wir machen das eben mal so im Vorbeigehen. Deswegen werden wir jetzt hier Seid ihr erstmal bereit zu 3 solcher dienen? Einheiten rekrutieren. Das hat uns jetzt auch einiges an Kohle gekostet. Allerdings werde ich versuchen, Syrakus so schnell wie möglich zu nehmen und werde dann versuchen, über diesen Landweg die Römer von hier unten anzugreifen, während die Etrusker das dann von hier oben aus machen. Gut. Dann wollen wir mal gucken, was hier so geht. Den Sklavenhandel können wir hier natürlich schon gleich machen und das werde ich auch. Reduziert die Abnahme der Sklavenbevölkerung.
Ja. Das werde ich gleich mal machen. In der nächsten Runde werden wir hier das ausbauen, so gut es geht. Auch diese Provinz werden wir soweit ausbauen. Und hier werden wir mal vorziehen. In Bewegung, mein Wenn wir Herr. ganz viel Schwein haben, auf Deutsch Haben gesagt, wir ganz viel noch Schwein haben, weitere Befehle? greift der jetzt hier erstmal hier unten an und nicht uns. Ansonsten habe ich da ein Problem. Mehr können wir im Moment auch schon nicht machen. Ich werde mal meine Flotte Gepriesen sei Schützen vor die Wahn, ich Etrusker stellen. spreche im Namen Karthagos auf. Und ich mache das jetzt einfach so. Ganz simpel, Gibt ganz es nichts einfach. weiteres? Ich werde versuchen, ein Bündnis mit den Etruskern einzugehen. Setzt euch, mein Freund, und lasst uns Moderat, reden. Sie machen ein Wenn Gegenangebot, ein sich die Wolken Schutzbündnis. zusammenziehen, suchen weise Männer nach Freunden, die. Ja, okay, was machen wir doch mal? Die sind eh im Krieg mit Rom, das heißt, wir müssen jetzt nicht unbedingt gleich gegen Rom Krieg führen, das ist schon mal nicht so schlecht. Jetzt dürfen wir aber allerdings hier mit der Etruskischen Liga, das hat uns jetzt natürlich nochmal 62 Minuspunkte eingebracht bei den Römern, das ist uns aber mal sowas von egal. Komm, mein Freund, sprecht. Ja, komm, mein Ist Freund, Männer sprecht. der Worte und dienen so unserem Volk mit Ehre. Okay, haben sie abgelehnt. Wir können wahrscheinlich irgendwo noch unsere Spione. Kann ich Der euch ist hier. behilflich sein? Damit werden wir gleich mal Gott hier rübergehen. segne unsere Reise. Dass der hier so diese Landzungen ausspioniert, beziehungsweise auch Syrakus. Und dann machen wir mal weiter. Ich denke mal, man könnte natürlich auch eine andere Taktik fahren, vielleicht sich gleich mehr auf die Iberische Halbinsel konzentrieren, versuchen mit Rom erstmal nicht in Konflikt zu geraten, vielleicht sogar die Etrusker von der einzelnen Insel verscheuchen. Sind mit Sicherheit Ansätze, die man machen kann, aber ich glaube einfach, dass die Nähe zueinander und die Größe, die man hat, einfach früher oder später gegeneinander sprechen. Und Verbündeter bestätigt Kriegsziel. Karthago. Ein Verbündeter bereitet sich auf einen Angriff auf das von euch vorgeschlagene Ziel vor. Und wenn das dann abgeschlossen ist, dann sagt er, so, jetzt greife ich an und dann kann man losmarschieren. Okay. Gepriesen sei Baal-Hamon. Ich werde jetzt mal ganz kurzerhand Syrakus den Krieg erklären. In der Hoffnung, dass die noch keine Verbündeten haben, so ist das. Und Ich werde mir eure Worte anhören und dann ein Urteil fällen. Lasst euch zunächst grüßen. wo haben wir es? Krieg Nun zum erklären? Hier. Geschäft. So, okay. Dann gehen wir mal hier vor. Reise abgeschlossen. Und holen uns noch ein paar Söldnerlein. So eine numidische Söldnerkavallerie. Das sind Plänkler. Und hier hätten wir mal Trantinische Söldnerkavallerie. Das ist auch eine Plänkel-Kavallerie. Und hier hätten wir nochmal so ein paar Speerkämpfer. Ja, die nehmen wir mit. Da bleibt mal wirklich kein Auge trocken. Und wir gehen auch gleich hier vor, Ich bresche damit im er Namen an dieser Stelle Karthagos wirklich auf. handeln muss. Okay, so, als erstes werden wir uns mal um Karthago kümmern. Das ist ja ganz wichtig. Hier werde ich auf alle Fälle erstmal einen Tempel bauen. Gut. Dann würde ich sagen, bauen wir hier ein Musterungsfeld. Das ist mal nicht unwichtig, vor allem weil wir ja hier unseren Schlag auch gegen Rom irgendwo mit vorbereiten müssen. Oder besser noch, ich lasse das mal noch eine Runde und hol mir kurzfristig noch mal ein paar Söldner mit dazu, und zwar an dieser Stelle. Mein Herr. Oder nein, ich baue mir selbst noch ein paar Einheiten. So,
So machen wir das. Die sind dann zwar im Unterhalt wesentlich günstiger, sind dafür jetzt ein bisschen teurer in der Anschaffung, aber ich glaube, auf lange Sicht ist das einfach die bessere Alternative. Und hier vorne, wir werden dann auch versuchen, die Söldnerarmeen so schnell wie möglich aufzulösen, denn unterm Strich sind sie schon teurer. Karthago hat halt einfach den Vorteil, dass man so kurzfristig mal seine Sachen aufpimpen kann. So, ja, Rom hat bereits Vela Terri eingenommen und Ariminium, naja, ist ganz gut geschützt, beziehungsweise steht halt zumindest mal ein General drin. Jetzt passt mal auf, ich probiere mal was. Mein Freund, seid willkommen. Die Geister und dazu werde ich den Krieg segnen. Nein. Und dazu trete ich dem Krieg gegen Rom bei. Schauen, ob er das macht. Militärisches Bündnis will er auch nicht. Krieg beitreten gegen Rom. Das will er machen. Schaut euch das an. Das will er machen. Aber das will er vielleicht in der nächsten Runde auch noch. Klientelkönigtum wäre mir lieber. Deswegen warten wir einfach noch einen Rünsche ab. Gucken wir mal. Minus 5. Ich probiere es hier nochmal bei diesen hier. Willkommen, Freund. Willkommen. Nein. Setzt euch. Genießt die Freuden meines Hauses. Und lasst... Minus 11, minus 18... Euer Klientelkönigtum, wieso sind die mir denn nicht in den Krieg gefolgt? Lasst uns das Geschäft schnell hinter uns bringen, damit... So, wenn wir schon Klientelkönigtum haben, dann müssen wir da auch natürlich handeln, ganz klar. Das Coole ist, wir haben entlang der Küste trotzdem einige Verbündete. Und das ist ja auch das Schöne, dass man hier nicht ganz alleine gelassen wird. Ja, und dann machen wir einfach mal eine Runde weiter. Die Römer gehen nach Rom zurück. Mein Volk möchte euch dieses Gold schenken. Wenn so, ihr jetzt gucken wir mal, ob ihr nicht lieber zum Klientelkönigtum kommen wollt. Und ich biete euch noch eine Zahlung von 71 an. Ach, naja, gut, okay, das macht er gar nicht. Also für 1000 Ötten trete ich da nicht in ein Wespennest. Also hör mal, das kannst du aber mal sowas von schwer vergessen. Ha! Oh, das ist jetzt natürlich peinlich für meine Verbündeten. Für mich ist es genial, was jetzt gerade passiert ist. Ich zeig's euch gleich. An dieser Stelle würde ich vorschlagen, gucken wir mal, was hier so möglich ist. Wohlstand durch Landwirtschaft, minus 2 Baukosten auf alle Landwirtschaftsgebäude und die Amphorenbrennerei. Würdenträger, das finde ich jetzt wirklich nicht unwichtig, plus 3 Steuersatz, das machen wir auch gleich. Würdenträger sind immer gut, vor allem wir können da auch nämlich dann ziemlich schnell welche bauen, wenn nicht sogar jetzt schon, weil wir hier genug... Wir sind schon ziemlich groß, deshalb glaube ich, können wir... Ja, so ist es. Also wir könnten von jedem Agententypen schon jetzt 2 bauen. Okay. Bevor wir jetzt großartig weitermachen und überlegen, wie wir unser Geld verprassen, nehme ich jetzt ganz kurzerhand diese Siedlung ein. Weil die liegt jetzt ziemlich blank vor uns da. Die Frage ist, machen wir es gleich? Machen wir es gleich. Ich bin noch am Überlegen. Ja, machen wir es gleich. Dann schneiden wir denen schon mal so ein bisschen den Weg ab. Und wenn wir ganz viel Schwein haben, kriegen wir die untere Provinz auch noch. Dann haben wir hier eine vollständige Provinz, auch auf der Iberischen Halbinsel. Das wird dann unser Rückzugsgebiet gegen die Römer werden, mit dem vorgelagerten Ibiza oder Mallorca. Das muss ich mal gucken, wo Neu-Karthago drauf ist. Da muss er sich dann auch erstmal vorbeischlängeln. Das wäre natürlich schon Dufte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aufstellung starten. Ich muss nebenbei bemerkt nochmal hier ein bisschen an der Grafik schrauben. Irgendwas
habe ich eingestellt. Also ich meine, die sieht gut aus, aber die ist so weich gezeichnet irgendwie. Ich mag es lieber ein bisschen schärfer. So, libysche Hopliten. Die gehen mal hier hin. Okay. Und unser General geht dahinter. Okay. So. Die zwei werden auf das Tor eindreschen. Die hier gehen so als Rückendeckung mit und feuern auf die Fernkampfeinheiten und so ein bisschen als Kanonenfutter. Und die hier gehen auch schon mal so langsam vor. Genauso wie unser General. Nebenbei bemerkt, ich habe die Einheitengröße ein bisschen reduziert, weil ich sag mal, ich habe zwar keine Performance-Probleme oder dergleichen gehabt, aber ich finde es dann immer ein bisschen übertrieben, wenn man dann so riesen Schlachten hat und man eher nur den Überblick verliert, und das muss ja nicht sein. So, da sind natürlich schon einige auf On the Wall. I would have said. Hopliten! Ja, die rennen davor, ne? Und jetzt heben sie ihre Schilde. Da fällt so schnell nichts. So, wo sind jetzt hier unsere... Nein, ihr könnt schon mal ein bisschen rennen hier. Ah, da sind sie wieder im gemütlichen Modus unterwegs. Und der Knilch hat halt da auch Feuerpfeile. Das könnte ganz schön übel für uns ausgehen. Okay, jetzt haben sie. Jetzt macht er einen strategischen Fehler, die KI. Die zieht sich mit ihren Plänklern von den Burgmauern zurück. Das gibt mir jetzt natürlich Gelegenheit, ganz fies. Nee. Ihr haut das mal hier rauf. Oder noch besser, hier. Vorwärts, Krieger von Karthago! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle! Hopliten! Das ist jetzt auch ein bisschen verbuggt. Ich kann die nicht angreifen, sie mich aber schon. Das ist natürlich super toll. Das Tor ist währenddessen offen. Das ist eine Unverschämtheit. So, jetzt hat. So, jetzt steigt die wilde Luzi. Dann können die gleich mal in die... Halt, während... So, die sollen jetzt mal ein bisschen Gas geben hier. Mit diesen Söldnern werde ich jetzt sozusagen seinen Willen brechen. Die da werde ich ein bisschen zurückziehen. Okay, da geht ihm jetzt die Düse. Die hauen da munter einfach weiter gegen die Tore. Bevor die also ganz den Geist aufgeben, gehen wir lieber mal ein bisschen weiter vor. Aber ihr seht schon, jetzt sind meine Söldner, die hier sind saustark.
Also die haben da fast keine Chance, die iberischen Stammeskrieger. Na gut, und ich darf euch wohl sagen, dass jetzt hier die Fernkampfeinheiten erst recht schnell den Geist aufgeben. Jo, und weg. André, Valhamon schützt uns. Hoplieden. Kampfbereit und willig. Wir töten sie alle. Speerträger. Da guckt man doch mal durchs Tor. Schade, dass die Kamera hier an der Stelle dann hochfährt. Das sieht man jetzt ganz gut, wie sie hier kämpfen. Ja, und unsere Speerwerfer treffen auch das ein oder andere Ziel. Die Krieger wollen Blut. Töten sie, töten sie, töten sie. Aha, da flieht die nächste Einheit. Die Schlacht wendet sich zu uns. Ja, das hoffe ich doch. Also diese zwei Söldner werde ich auf alle Fälle noch eine Weile behalten. Zumindest mal, bis ich Ruhe in dieser Provinz habe. Okay, hier gehen die Nächsten in den Schlafmodus, hätte ich gesagt. Und ihr könnt euch zurückziehen. Hier passiert jetzt nichts mehr an dieser Stelle. Gehen wir mal hier hin und schauen uns das Gemetzel noch an. Und schon haben wir die Schlacht auch gewonnen. Entscheidender Sieg. Wir haben natürlich ein paar Verluste eingefahren, gerade hier am Anfang, als die das Tor gestürmt haben, haben die natürlich richtig eins auf die Mütze gekriegt. Ansonsten sind wir da relativ heil rausgekommen. Und deswegen würde ich sagen, ist das doch ein ganz netter Abschluss, finde ich, für die erste Folge mit meinem Let's Play Rome Total War mit den Karthagern auf der Stufe Schwer. Wir werden das hier besetzen und haben einen General, der auch schon aufgestiegen ist. Machen wir mal die Hingabe. Das ist jetzt ein bisschen bitter, weil wir hier jetzt natürlich auch gleich mal erst noch die Kulturstrafen haben. Das sprich, um das Gebäude nutzen zu können, muss ich es entweder abreißen und ein neues hinstellen oder ich muss es umfunktionieren. Und das kostet auch die Kleinigkeit, wie wenn ich ein ganz neues bauen würde. Und das ist schon heftig. Also eine Farm an dieser Stelle. Jetzt gucke ich mal gerade, was ich hier drin habe. Hier könnte man auch das nächste Mal was bauen. Nee, ich werde hier keine Farm bauen. Oder doch? Bringt mir halt zwei Nahrung, aber im Moment auch nicht. Deswegen werde ich es abreißen. Halte ich für sinnvoller und ja, guck mal. Jetzt bin ich gerade nur am Überlegen. Diese Provinz hier ist zu welcher gehörten die hier? Kartuba. Kartuba, wo ist Kartuba zum Henker? Ebesus? Tingis? Wo ist bitte schön Kartuba? Nee. Ja doch, die beiden Provinzen hier gehören zusammen. Und diese Provinz gehört eben zu diesen drei hier oben. So schaut's mal aus. Zu diesen hier, zu Ebisus und so weiter. Klar, habe ich mich vertan. Aber nichtsdestotrotz, der Plan steht erstmal. Wir haben eine Provinz bereits eingenommen. Das ist schön, das ist toll. Stärkt uns natürlich auch ein bisschen. Und dann müssen wir gucken, dass wir ihm hier gleich noch weiter den Rang ablaufen. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Aber das zeige ich euch, wie schon gesagt, in der nächsten Folge. Bis dann, euer Don Firenze.